Fall. Das sind die Zinsen, die fortlaufend hinabträufeln in die Kapitalien, welche beständig anschwellen. Man hört ordentlich, wie sie wachsen, die Reichtümer der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armut. Oh. Manchmal aber klirrt etwas, wie ein Messer, das gewetzt wird. Wie ein Messer, das gewetzt wird. Wir fangen hier an mit der Umverteilung. Wer braucht Geld? Hier wird Geld verteilt. Ich brauch Geld. Kaufen Sie sich eine halbe Lehrerstelle oder einen Kita-Platz oder vielleicht 3 Stunden Pflege für die Mutti zu Hause. Ja. Aber nicht versaufen. Oh, ich bin das Volk. Ich brauch das Geld. Ich bin das Volk. Ich brauch das Geld. Alles. Die Politik entscheidet, wohin das Geld fließt. Zuerst kommen die Banken. Die brauchen das Geld und müssen stabilisiert werden. Das Kapital muss arbeiten und die Rendite muss stimmen. Ja, die Rendite. Richtig. Meine Rendite. Hier wird Geld verteilt. Wer braucht Geld? Vielleicht für die alten Tagesstätte. Ja. Geld, Geld für das Volk! Willkommen bei Umverteilen, Reichtum besteuern! Mein Name ist Roman Denter, Koordinator des Bündnisses Umverteilen hier in Hamburg. Reichtum umverteilen! Franziska Hildebrand vom AStA Uni Hamburg. Hamburg ist eine der reichsten Städte der Welt. Und gleichzeitig ist Hamburg eines der ersten Bundesländer, das die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben hat. Bei uns an der Uni steht eine Schulden- und Vermögensuhr, die die Schulden der Stadt Hamburg dem Vermögen des reichsten Zehntels der Stadt gegenüberstellt. Dort ist zu sehen, dass die Schulden um 23 Euro pro Sekunde wachsen, wohingegen die Vermögen um 231 Euro pro Sekunde wachsen. Der derzeitige Stand der öffentlichen Schulden ist in Hamburg bei etwa 25 Milliarden Euro. Das Vermögen des reichsten Zehntels beträgt über 25 Milliarden Euro. Bei einer einmaligen Vermögensabgabe von 20% könnte also mit einem Schlag alle Schulden beglichen werden. Stattdessen wird die Schuldenbremse festgeschrieben, die nun als selbstgeschaffener Sachzeug als Legitimation für alle Kürzungen herhält. Auf dem höchsten Stand des gesellschaftlichen Reichtums regiert der Sparzwang. Alle öffentlichen Einrichtungen im Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich sind marode zusammengekürzt und oder privatisiert worden. Die Krise ist in aller Munde. Die herrschende Bewältigungspolitik greift zu drastischen Mitteln, um die gescheiterten Verhältnisse noch aufrechtzuerhalten. Der vorgelegte Haushalt 2013-2014 des Hamburger Senats schreibt unter dem Dogma der Schuldenbremse weiter Kürzungen fort. Die Schuldenbremse wird nun einfach nach unten weitergegeben. Bis 2016 soll die Uni Hamburg 12% ihrer Studienanfängerplätze abbauen. Die Schuldenbremse ist also eine Bildungsbremse. Und das in der Zeit der globalen Krise. Denn die Perspektivlosigkeit der Herrschenden zeigt, was es auf uns ankommt, Alternativen zum Bestehenden aufzuzeigen, Lösungsansätze zu entwickeln und die Gesellschaft im Sinne einer ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung voranzubringen, wie es im Leitbild der Uni Hamburg heißt. Die extreme Schieflage der öffentlichen Haushalte ist nicht das Ergebnis überhöhter Sozialausgaben, sondern das Resultat massiver Steuerentlastung für Kapitalisten und Unternehmen. Zusätzlich wurden diese aus dem sozialen Sicherungssystem entlassen. Auf diese politische Entscheidung hat die Handelskammer maßgeblich hingewirkt und auch auf weitere Entscheidungen wird enormer Druck ausgeübt. Doch vor dem Druck der Handelskammer müssen wir nicht kapitulieren. Die Ausfinanzierung der Bereiche Bildung, Kultur und Soziales ist bitter nötig. Es muss darum gehen, der derzeitigen Politik den Mythos der Alternativlosigkeit zu nehmen und unsere Vorstellung einer besseren Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Für die Hochschulen heißt das, für eine radikale Demokratisierung, für eine Überwindung des Bachelor-Master-Desasters, für die soziale Öffnung und die Ausfinanzierung zu streiten. Gesellschaftlich bedeutet das, für die Überwindung der Schuldenbremse zu kämpfen. Die Schuldenbremse bedeutet das weitere Verringern der öffentlichen Ausgaben und die weitere Anhäufung privaten Eigentums.
Was hier als Sparen verkauft werden soll, ist Diebstahl an denen, die den gesellschaftlichen Wohlstand hervorbringen. Die Schuldenbremse bedeutet dagegen weitere Umverteilung von unten nach oben. Wir fordern radikal umverteilen für die Bildung, für die Menschen. Dankeschön. Das Bündnis will nicht die Armut bekämpfen, sondern nur genug Geld für die Staatskasse von den Reichen holen. Die Beschäftigten sollen anständig bezahlt werden. Die öffentliche Fürsorge muss gesichert und verbessert werden. Kultur, Sport und so weiter muss gefördert werden und darf nicht einer dauernden Kürzungspolitik unterliegen. Die Reichenbesteuerung fängt damit an, dass die Kürzungspolitik endet. Das gehört zusammen, das ist eine Sache. Parteien, die hier teilnehmen, wie die Grünen und mittlerweile auch die SPD, haben die Pflicht, als Regierungspartei Schluss zu machen mit den Kürzungen und die sogenannte Schuldenbremse zurückzunehmen. Mit der Schuldenbremse wird beabsichtigt, alles das, wofür das Geld da sein muss, weiterhin zu kürzen. Es ist kein Wohlfahrtsprogramm und auch kein Sicherungsprogramm. Es dient nur dazu, die Gesellschaft so unter Druck zu setzen, dass alles das, was noch in staatlicher Hand ist, privatisiert werden kann und muss. Und die lokalen Politiker, wie wir das kennen, neigen sich diesem Diktat bekanntlich gerne. Wir wollen von den Parteien Taten sehen und keine Wahlkampfmaskerade. Das revolutionäre Pathos des Jean-Paul Marat in seiner Rede vor der Nationalversammlung in den Jahren der Französischen Revolution kollagierte mit dem Aufbegehren und der ohnmächtigen Wut derer, die von gesellschaftlicher Teilhabe im gegenwärtigen Hamburg ausgeschlossen sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 1789, 2008 und jetzt. Marat, was ist aus unserer Revolution geworden? Der Chor der Armen. Nichts für mehr! Und das Geld ganz abschaffen! Und Abgeordnete der Nationalversammlung, unser Land ist in Gefahr! Und von den 300 Superreichen in Deutschland sind 36 Hamburger. Ihr Vermögen beträgt zusammen 49,35 Milliarden Euro. Wenn diese 36 Hamburger nur 2,5% Vermögenssteuer zahlen würden, hätte der Hamburger Haushalt 1,2 Milliarden mehr in der Kasse. Unser Land ist in Gefahr. Wir sind von Schiebern, die uns nachwirken wollen und sich schon um die Verteilung der Beute streiten. Und das tun wir. Und selbst mit den Börsenheimis, den korrupten Politikern und Wirtschaftsbossen. Weg mit den Arbeitsagenturen. Weg mit der guten Frau Leumann, meiner sachte Arbeiterin. Weg mit allen Männern. Weg mit den Bundis, die mit ihrem Kalender auf dem Fußweg stehen. Unser Kriegsminister, dessen Tugend und Ehrbarkeit ihr nie bezweifelt, hat das Getreide, das zur Verpflegung unserer Heere bestimmt war, mit eigenen Gewinnen ans Ausland verkauft. Wo es jetzt den Truppen zugute kommt, die gegen uns stehen. Und Mitbürger! Und die Zeiten der Ackermanns, Essers, Greenspans sind endgültig vorbei. Wir halten auf 132 Euro einfrieren. Das Geld ganz abschaffen. Der Arzt muss von Arzt leben. Und ich lebe von seiner Kohle. Und jetzt unser Gerede sympathisieren mit den Immigranten und warten auf den Tag, an dem sie ihre gemeinsamen Geschäfte wieder aufnehmen können. Das Volk kann die Wucherpreise fürs Brot nicht zahlen. Unsere Soldaten gehen in Lumpen. Ein neuer Bürgerkrieg ist von der Konterrevolution entfacht worden. Und was tun wir? Profitsucht und Finanzbesessenheit und Erfolgssucht und Reputationssucht und Arbeitssucht und Kauf- und Konsumsucht und Aufstiegszweifelhaftigkeit und Wettbewerbszweifelhaftigkeit und Leistungssteigerungswahn und Statuskomplexe und nichts ist bisher von den klerikalen Ländereien den Besitzlosen zugute gekommen. Und vor Jahren schlug ich vor,
Millionäre und Millionäre werden enteignet. Abschaffung aller Vollzeitfunktionäre. Keine Aufsichtsratposten für Politiker. Lobbyistische Tätigkeit wird schwer bestraft. Schluss mit den Veräußerungen von Volksvermögen. Jeder, der Arbeit hat, wird zu 6 Monaten Arbeitslosigkeit pro Jahr verpflichtet. Sozialarbeit für Reiche. Alles für alle. Die fetten Jahre sind jetzt. Ihr Lüser! Ihr hasst das Volk! Immer werdet ihr vom Volk als von einer hohen und formlosen Masse sprechen, weil ihr getrennt von ihm lebt! Bürger geht für alle! Wir sind noch nicht fertig mit euch! Wir haben euch nicht als Land zur Revolution, ohne ihre Grundbegriffe zu nennen. Meint nicht selbst, unser geschätzter Danton, dass wir, anstatt den Reichtum zu verbieten, uns bemühen sollten, die Armut ehrbar zu machen. Und Familienleiter, 250 Millionen Euro. Familie Heuer, Spedition, 300 Millionen Euro. Familie Schwarzkopf, Beteiligung. 450 Millionen Euro. Klaus und Brunner Heinemann, Eisenhandel, 500 Millionen Euro. Herbert Kleuber, Medien, 600 Millionen Euro. Helmut Rewe, Immobilien, 700 Millionen Euro. Familie Vogel, Immobilien, 750 Millionen Euro. Familie Klausen, Kapitalanlagen, 850 Millionen Euro. Familie Mörle, Immobilien, 850 Millionen Euro. Dieter Becken, Immobilien, 900 Millionen Euro. Jürgen Großmann, Beteiligung, 950 Millionen Euro. Dieter Schnabel, Helmer E., 1,3 Milliarden Euro. Werner Böhmann, als Gräfiosklinik, 1,9 Milliarden Euro. Günther Fielmann, Fielmann AG, 2 Milliarden Euro. Familie Jahr, Grunau Jahr, 2,5 Milliarden Euro. Familie Bauer, Bauer Media Group, 2,6 Milliarden Euro. Familie Weißer, Marquardt und Bartels, 3 Milliarden Euro. Familie Jürgen Beiersdorf, 4,5 Milliarden Euro. Günther und Daniela Herz, Meister Holding, 7 Milliarden Euro. Familie Otto, Otto Verband, 9 Milliarden Euro. Gebt euer Geld her! Ich will jetzt endlich Geld haben! Als Bürgerpolitik keine Miete mehr zahlen, kein Strom bezahlen, nichts mehr bezahlen. Mit einem Panzer zu Autos platt fahren. Bomben in Zellschuss. Hamburg verbrennen. Arm, alt, hässlich, krank. Das Geld ganz abschaffen. Wir sind wach geworden. Wir sind öffentlich. Wir sind präsent. Wir sind global. Keine Arbeit für alle. Wir brauchen endlich einen wahren Abgeordneten des Volkes. Einen, der unbeschäftigt ist. Einen, dem wir trauen können. Wir haben die Auflösung und das Chaos. Das ist gut. Das ist das erste Stadion. Jetzt müssen wir zum zweiten Stadion gelangen. Er sagt, um sich zu beruhigen, immer wieder. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Vom Monat, wo du jeden Tag eine Krise hast, weil alles aufgebraucht ist, was die Arge überwiesen hat, wo du nicht aufstehen magst, weil du genau weißt, was für morgens, mittags, abends nur noch Nudeln und Reis. Platz dir manchmal den Kopf, weil deine Wohnung zu eng ist, mit 3 Kindern in 2 Zimmern ein gefühltes Gefängnis. Du statt rauszugehen, einfach stumpf auf die Türe guckst, weil man draußen eben überall konsumieren muss. Du hättest gerne deinen Kids
etwas Welt gezeigt. Aber das fällt aus, weil das liebe Geld nicht reicht. Obwohl du selber weißt, dass du an der Scheiße nicht schuld bist, wird der enttäuschte Blick, als wird zu leise beschuldigt. Und im ersten schenkst du ihnen etwas Normalität, gibst ihnen Geld für den Dom, obwohl es eigentlich nicht geht. Und deine Schuhe sind längst nicht mehr von unten dicht. Aber Deutschland hat ja keine Unterschicht. Das Kennst du Leute, die gezwungen sind, Platte zu machen? Und die Blicke der Bürger, wenn sie Flaschen auspacken? Weil der Alk zumindest kurz schafft, die Wärme zu geben und die Probleme zu verdrängen, als Färber zu leben, bis es Nacht wird und du legst dich hin, um zu schlafen. Doch sie verjagen dich mit eingebauten Sprinkleranlagen. Kennst du Leute, die seit 2 Wochen auf Entzug sind, als ob das Knochenjucken nicht wirklich schon genug ist? Kommt am ersten Tag von Hartz ein Brief zu bestellen. Der XY, in 3 Wochen gibt es ihr Geld. Bis dahin haben wir für sie eine MAE-Stelle. Und du darfst dich nach der Arbeit dann noch Leuten in den Weg stellen, wenn du sonst ja kein Geld für dein Essen hast. Und wenn du dich bei der Arbeit auf die Fresse packst, wird dein Regelsatz gekürzt. Auch wenn du unten bist, denk daran, Deutschland hat ja keine Unterschicht. Doch leider steht ihnen die herrschende Politik in nichts nach. Die bisherigen Regierungen waren allesamt der Meinung, dass es keine Alternative zur Sozialabbau- und Kürzungspolitik gibt. Die Gewinne der deutschen Konzerne werden immer größer. Währenddessen steigt die Zahl der Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, tagtäglich. Der Reichtum ist und bleibt die Armut des anderen. Mit einer europaweiten Politik von Dumpinglöhnen, Leiharbeit, Hartz-IV-Gesetzen und Zerstörung der sozialen Infrastruktur zahlt die Mehrheit der abhängigen Beschäftigten und die Erwerbslosen die Zeche für die Krise. Währenddessen wurden die Profiteure und Spekulanten noch mit millionenschweren Bankenrettungspaketen belohnt. Mit den ESMs, Fiskalpakts etc. werden diese weiterhin auf Kosten der Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal, aber auch in Deutschland belohnt. Das ist ungerecht, undemokratisch und unverschämt, liebe Freundinnen und Freunde. Warum wird denn seit Jahren der Spitzensteuersatz, der Körperschaftssteuersatz gesenkt? Wem diente die Erbschaftssteuerreform oder das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz? Doch nicht der Mehrheit der Gesellschaft, sondern einer ganz kleinen Minderheit. Diese Geschenke an die Reichen, die mit jährlich auf über 50 Milliarden Euro summieren, fehlen in den Kommunen, bei der Bildung, im Gesundheitssystem und bei den Rentnerinnen und Rentnern. Und die Regierungen erzählen die ganze Zeit, wir hätten eine Schuldenkrise, doch von ihrer Kehrseite, dem privaten Vermögen, einige weniger schweigen sie. Dabei besitzen die Reichsten 10%, ca. 4,8 Billionen Euro. Demgegenüber stehen 2,2 Billionen Euro Schulden. Geld ist genug da, aber es ist nicht gerecht verteilt. Statt die Millionäre und Vermögenden zur Kasse zu bitten, wurde in den letzten Jahren eine Politik auf Kosten der Armen und der Ärmsten der Armen gemacht. Hamburg ist mit 42.000 Millionären einer der reichsten Metropolen Europas. Trotzdem möchte der Hamburger Senat im Bereich der Kinder und Jugend, bei den öffentlichen Bücherhallen, bei den Bezirksämtern, im
im Bereich der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Kulturpolitik und in der sozialen Stadtentwicklung radikale Kürzungen vornehmen. Ich stehe hier für Migrantenorganisation DIDEF. Von der ungerechten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, von Hartz IV, Leiharbeit, prekärer Beschäftigung sind wir alle, auch Migrantinnen und Migranten, betroffen. In dieser Situation, in der Migrantinnen und Migranten sowieso stärker sozialer Kälte und Armut betroffen sind, müssen wir uns auch noch von solchen wie Thilo Sarrazin anhören, dass wir keine produktive Funktion für die Gesellschaft haben. Wir erleben, dass Nazis durch dieses Land ziehen können und Menschen umbringen können. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Rassismus und Krise auch zusammengehören. Deutsche und Migranten müssen gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Die Konflikte laufen nicht zwischen Nationalitäten und Religionen und Kulturen, sondern zwischen oben und unten, Reichen und Armen. Wir kämpfen für eine echte Umverteilung. Wer die Krise verursacht, muss auch für die Krise auskommen. Wir wollen ja alle Reichtum umverteilen. Wir stehen hier nämlich vor der Handelskammer und wir nehmen uns jetzt einfach mal was von dem gesellschaftlichen Reichtum. Und los geht's. Wir verteilen jetzt um. Wir verteilen hier um von der Handelskammer, von der Deutschen Bank. Wir verteilen Reichtum um. Wir wollen gestalten. Wir wollen investieren in Bildung, in Energiewende, in Gesundheit und Pflege, im Nahverkehr, in soziale Arbeit und in Kultur. Wir lassen das nicht mit uns machen, dass immer weiter die Schere des Reichtums aufgehen. 10 Billionen Euro Privatvermögen in Deutschland. Und davon hat das obere 1% tatsächlich bis zu 4 Billionen Euro. Und an dieses Geld wollen wir jetzt ran und das verteilen wir jetzt mal um. Hier in Hamburg sitzt besonders die Säcke. Holen wir das Geld ab da, wo es sitzt. Selbst bei der Handelskammer, bei der Deutschen Bank, holen wir das Geld an und an einem Gruppen und am Ende auf den Handelsmarkt an. Boah, da haben wir ja richtig zu tun. Und wir weitergehen und schlafen die anderen. Hallo, wollt ihr Geld haben? Los, komm, ja, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen. Aber nicht mehr diskutieren, jetzt wird hier mal gearbeitet. Ich dachte, das Geld arbeitet von selber, nein? Das ist ja nicht so. Ach so, ist nicht mehr. Hat nicht so funktioniert, bei anderen vielleicht, aber wir hier müssen das weiterreichen. Ja. Das ist hier wieder richtig hart, so leicht. Ja, schön hier vor dem Juwelier Malberg das Geld umverteilen. Ja, ne? Mit der Rolex im Hintergrund. Ja, das ist gut. Ja, passt das wenigstens. Auf die alten Tage auch noch arbeiten. Ja, aber genau. Ich dachte immer, das Geld, das arbeitet von alleine. Ja, nein? Geld. Wenn wir Geld haben, wird arbeiten. Wer schmeißt denn mit Geld um sich? Habt ihr alle zu viel oder was? Nur das gerechte Verteilen. Ja, wer kriegt denn das ganze Geld? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Das wäre ein Wurst. Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Wir nennen hier heute zumindest schon mal symbolisch die Umverteilung vor. Wir reichen die Geldsäcke von den Reichen und von den Banken weiter und tragen sie zum Rathaus, damit die sozialen Einrichtungen wieder vernünftig versorgt werden kann, damit die Stadt ihren Aufgaben nachkommen kann. Hamburg ist eine Reichsstätte Deutschland und trotzdem haben wir in der Verfassung inzwischen eine Schuldenbremse, die es notwendig macht, allein in diesem Jahr Millionen in offene Kinder- und Jugendhilfe einzusparen. Es werden Einrichtungen nicht gemacht. Es werden Einrichtungen, die Gelder gekürzt, sodass sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können. Das darf nicht so weitergehen. Umverteilen! So darf ich vielleicht sagen, hier ist der letzte Sack. Umverteilen! Das Geld von den Pfeffersäcken zu den Menschen, die macht ihr brauchen in dieser Stadt. Der letzte Sack, hier ist er. So und der Wind. Santiago, Santiago.
Aufgabe. Wir wollen den Reichtum endlich wieder von oben nach unten verteilen. Hallo Hamburg! Wir haben heute Reichtum in Hamburg umverteilt. Wir haben es geschafft. Wir haben eine gigantische Menschenkette einmal um die Innenstadt gelegt. Vorbei an Banken und Versicherungen, um den Reichtum da zu holen, wo er ist. Und um ihn da hinzubringen, wo er hingehört. Zu uns! Hallo Hamburg! Das ist ein Grüner in Kiel. Was schätzen Sie, wie viel Steuern gehen uns verlustig durch die Unterschlagung in den Oasen? Schweiz, habe ich gesagt, 20 Milliarden, mehr sagt er. Weltweit mindestens 50 Milliarden im Jahr. Emotionaltäter, Eifersucht, Wut, Zähne ausgeschlagen, geschenkt. Die anderen, das sind ja die wirklichen Kriminellen. Und wir haben heute wirklich umverteilt. Wir haben es geschafft, eine riesige Kette durch die Innenstadt vorbei an Banken und Versicherungen zu bilden und überall das Geld einzusammeln. Bei der Handelskammer, bei der Deutschen Bank, symbolisch bei der Wertpapierbörse da drüben, hier beim Versicherungshaus, überall an der UBS, an der Credit Suisse, an der Commerzbank haben wir Reichtum umverteilt. Ich bin Agnes Scheide von Verdi hier in Hamburg und wir gemeinsam mit euch allen wollen, dass Reichtum hier in dieser Republik wieder mehr besteuert wird. Heute sind wir in einem Bündnis von 40 Organisationen hier am Rathausmarkt. Es sind viele hier, die miteinander stehen. Die Gewerkschaften, Sozialverbände, Bewegungsorganisationen und viele andere mehr. Und wir freuen uns als Vertreter für alle Gewerkschaften, auch für die Jugend in den Gewerkschaften, als ersten Redner den DGB-Vorsitzenden hier in Hamburg, Uwe Grund, zu begrüßen. Leute, hier sind 7000 Menschen auf dem Platz. Warum sind wir heute hier? Wir wollen... Es gibt keinen besseren Platz, um über Umverteilung zu sprechen, als in Hamburg. Die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland, eine der reichsten Metropolen in Europa. Das Vermögen der Reichen und Superreichen in diesem Lande wächst rasant an. Vor wenigen Tagen gab es den Armutsbericht der Bundesregierung. Innerhalb von 20 Jahren wuchs das Vermögen der Superreichen auf 10 Billionen und hat sich damit verdoppelt. Die vermögensstärksten oberen 10% verfügen über deutlich mehr als die Hälfte des gesamten Reichtums. Die unteren 50% der Haushalte haben nichts, gar nichts. Zugleich werden die Armen in diesem Land immer noch ärmer. Es macht längst keinen Sinn mehr, von einer Spaltung in der Gesellschaft zu warnen. Angesichts dieser Fakten wäre das geradezu albern. Die Spaltung ist längst bittere Wahrheit in Deutschland und auch in Hamburg. Besonders gerne die FDP
aber auch manche Konservative behaupten, wir hier führten bloß eine Neiddebatte. Am Mittwoch konnte man das wieder nebenan hier im Rathaus in der Debatte der Bürgerschaft hören. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, mit Neid hat das alles überhaupt nichts zu tun. Zu tun hat es mit etwas ganz anderem. Es hat zu tun mit fehlender Gerechtigkeit. Und zu tun hat es, so sage ich, mit einer echten Gefahr. Setzt sich diese gegenläufige Entwicklung von unfassbarem Reichtum und existenzbedrohender Armut weiter fort wie bisher, dann werden wir in Hamburg eine doppelte Ghettobildung erleben. Auf der einen Seite die Luxusghettos mit Glitzerpalästen abgeschirmt, hinter hohen Zäunen und Mauern vollgestopft mit hochgerüsteter Sicherheitselektronik. Und auf der anderen Seite die Betonghettos der Ausgegrenzten, derjenigen, die nicht nur wirtschaftlich arm sind, sondern die ausgeschlossen werden von der Teilhabe am pulsierenden Leben dieser großen, schönen Stadt. So wollen wir nicht leben in Hamburg! Das ist nicht unsere Vision von einer lebenswerten Stadt. Wir engagieren uns für eine solidare Stadt mit einer gerechten europäischen Gesellschaft. Liebe Freunde, das Nettovermögen des deutschen Staates ist dramatisch gesunken in den letzten Jahren. Ein großer Teil dieses Verlustes an Volksvermögen ist der Finanzkrise geschuldet. Davor würden in Europa allein 900 Milliarden zusätzliche Schulden aufgenommen. Das Geld floss überwiegend in die sogenannten notleidenden Banken. Diese Schuldenexplosion hat böse Folgen. Die kann man nicht nur in Griechenland besichtigen, sondern auch hier in Hamburg. Überall wird gespart, wird gestrichen, wird gedeckelt und wird gekürzt. Die öffentliche Hand hat zu wenig Geld, seine wichtigen Aufgaben zu übernehmen. Die Stadt braucht verlässliche Einnahmen, um ihre Zukunftsaufgaben zu erfüllen. Wir brauchen Investitionen in Erziehung und Bildung. Mehr Geld für Forschung und Lehre. Es fehlt an Mitteln für die Kultur. Wir benötigen Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen Investitionen in Gesundheit und Pflege und in ein stabiles soziales Netz. Immer neue Spardiktate machen Hamburg nicht stärker. Sie schwächen Hamburg. Das wollen wir nicht weiter zulassen. Wenn man die drohende Altersarmut breiter Bevölkerungsschichten mit der Absenkung des Rentenniveaus erreichen will, kann man nur sagen, das Gegenteil ist nötig. Einem womöglich bevorstehenden Facharbeitermangel kann man nicht damit begegnen, dass man die Hälfte der Mittel zur Qualifizierung streicht. Das ist doch absurd und wir müssen es sagen, dass es absurd ist. Die Anforderungen an den öffentlichen Dienst steigen weiter an. Dem Senat fällt nichts Besseres ein, als immer mehr Stellen zu streichen. Über die nächsten 8 Jahre sollen Arbeitsplätze in der Größenordnung eines mittelstarken Konzerns gestrichen werden. Wir sagen, diese Pläne könnt ihr euch sparen. Es ist höchste Zeit, dass mehr Geld in die öffentliche Kassen kommt, und zwar verlässlich und nachhaltig. Über strukturelle Verbesserungen auf der Einnahmenseite. Dafür brauchen wir einen großen Schritt in Richtung Umverteilung. Die Vorschläge sind gemacht. Wir verlangen die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Eine einmalige Vermögensabgabe zum Schuldenabbau. Wir fordern den konsequenten Kampf gegen Steuerflucht. Und wir verlangen, dass die Steueroasen beseitigt werden.
Wir fordern, Finanztransaktionen zu besteuern. Das ist der Weg zu mehr Vermögensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Von diesem Platz und von vielen anderen Plätzen in Deutschland heute geht der Aufruf an alle Verantwortlichen. Im Bund, in den Ländern und in Kommunen. Stellt die Weichen um und sorgt endlich für Umverteilung. Umverteilung! Und ich zeige mich mal solidarisch mit euch, denn ihr wisst, in Hamburg gibt es keinen Regen, es gibt nur Luftfeuchtigkeit. Ja, wir freuen uns sehr, dass eine Vertreterin einer Organisation, die unser Bündnis unterstützt, hier persönlich zu uns sprechen kann. Sie ist die Leiterin des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt der evangelisch-lutherischen Kirche hier in Norddeutschland. Diese Organisation will nah an den Menschen im Arbeitsleben sein und sie trifft das Phänomen Armut, sie trifft das Phänomen Prekarialität. Die Gehälter der oberen Einkommensklassen haben sich deutlich nach oben bewegt, während am unteren Ende der Skala der Niedriglohnsektor und die Unsicherheit ein bisher in Deutschland nicht gekanntes Ausmaß erreicht haben. Fast ein Viertel der Erwerbstätigen können von ihrer Arbeit bestenfalls überleben, leben in Angst vor der Zukunft und steuern auf Armut im Alter zu. Für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt ist diese Entwicklung nicht hinnehmbar. Wir stehen als kirchliche Organisation für ein Gemeinwesen, in dem Solidarität und soziale Gerechtigkeit die Säulen der Gesellschaft bilden. Daraus wächst Solidarität. Das ist ein starker ethischer Impuls, der für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unabdingbar ist. Es kann und darf deshalb nicht sein, dass die Kosten der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die wirtschaftlich und sozial Schwächsten unserer Gesellschaft abgewälzt werden. Wir brauchen eine Steuerpolitik, die auch die hohen Einkommensgruppen und die Vermögenden an den gesellschaftlichen Lasten beteiligt. Wir brauchen eine faire Umverteilung. Dabei geht es um nichts weniger als um die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gemeinwesens. Weitere Privatisierungen gefährden den Zusammenhalt, denn Märkte nützen vor allem den Starken. Wir brauchen stattdessen eine öffentliche Daseinsvorsorge, die allen Menschen gute Bildung, gute Gesundheitsvorsorge, eine moderne Infrastruktur und ein auskömmliches Einkommen im Alter sichert. Wer über Armut redet, muss auch über Reichtum reden. Umverteilen jetzt! Jawohl! Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid. Was meint ihr, wie toll das von hier oben aussieht? Und ich bin ganz sicher, dass wir bald eine Vermögensteuer in Deutschland haben werden. Wir sind zusammen stark. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben nach einem langen Arbeitsleben ein Recht auf auskömmliche Renten. Menschenwürdige Pflege erfordert mehr und qualifiziertes Personal. Der öffentliche Nahverkehr muss weiter ausgebaut werden und auch gerade behindertengerecht. Mittel für eine bessere Bildung und für die Kinder- und Jugendarbeit werden auch hier in Hamburg dringend benötigt. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die reichsten 10% besitzen bereits über 50% des Vermögens. Die ärmsten 10% haben nichts. Eine große Zahl von Menschen in Deutschland lebt zum Teil in bitterster Armut. Tafeln haben Hochkonjunktur. Die Armutsquote in der reichen Stadt Hamburg ist seit Jahren stabil auf einem skandalös hohen Niveau. Und eine schon sichtbare Welle großer Altersarmut rollt auf uns zu. Sie wird Millionen von Menschen erfassen.
Dem stellen wir uns heute mit dem Bündnis Umverteilen entgegen. Drei von vier Bundesbürgern befürworten die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wir fordern sofortige Steuergerechtigkeit. Jetzt die Vermögensteuer einklagen. In Hamburg werden neue massive Gerechtigkeitslücken erkennbar. Kommunale Dienstleistungen werden eingeschränkt. Die Kitas, Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen sind deutlich unterfinanziert. Stoppen wir gemeinsam die systematische Verarmung der öffentlichen Haushalte. Die Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrisen der letzten Jahre haben die Schuldenberge der öffentlichen Hand weiter in die Höhe schnellen lassen. Bund, Länder und Kommunen fehlt das Geld, um notwendige öffentliche und soziale Leistungen zu erbringen. Ausreichend in Infrastruktur, Bildung und ökologischen Umbau zu investieren. Den öffentlichen Schulden von 2 Billionen stehen gigantische 10 Billionen privates Vermögen gegenüber, das selbst in Krisenzeiten weiter beachtlich ansteigt. Dieses riesige Vermögen wird kaum oder gar nicht besteuert. Das ist ungerecht und muss beendet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, die Vermögensteuer ist wichtig für den sozialen Frieden und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Deswegen fordern wir Senat und die Parteien der hamburgischen Bürgerschaft auf, politische Initiativen zur Wiedereinführung der Vermögensteuer mit noch stärkerem Nachdruck zu betreiben. Zu einer gerechten Steuerpolitik gehört eine sofortige Vermögensabgabe zum Abbau der Schulden. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer, ein höherer Spitzensteuersatz und vor allen Dingen die Bekämpfung unmoralischer Finanzspekulation durch eine Transaktionssteuer. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Anfang gemacht. Wir machen weiter und werden Erfolg haben. Denn nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Wir nicht. Wir wehren uns. Wir Weisen und Gerechten dieser Welt. Seht nur, wie der Index fällt und urteilt mit klarem Verstand. Das Grollen in den Bergen ist kein Donner, Wolken ziehen übers Land. In den Stadien dröhnen die Verstärker, in den Kellern steht Wasser und das Brot in den Schränken wird härter. So bedenkt, wenn ihr eure Berichte entwerft, bevor wir verteilen, wird der Kuchen gestürzt. Staatsrat, Wirtschaftsvertreter, legt euch was zurück für später. Denn das, was ihr heute kassiert, an Handgeldern und Provisionen, ist schon bald nichts mehr wert. Richter und Haushaltsexperten, hab Gnade und Obacht auf die ganz besonderen Härten. Und denkt dran, wenn ihr die Stütze kürzt, bevor wir verteilen, wird der Kuchen gestürzt. In Oberstadt und Wonderland hängen die Laternen tief. Macht euch mal nicht gleich ins Hemd, der Turm von Pisa steht noch immer, wenn auch ziemlich schief. Gagschreiber und Produzent,
ganze schöne Deko in Trümmern. Das Eis und die Stimme eurer Herren werden brüchig und dünner. General und braver Rekrut, küsst eure Familien und Autos, wenn ihr tut, was ihr tut. Doch bedenkt, ihr euch die Gesichter schwärzt, bevor wir verteilen, wird der Kuchen gestürzt. Und bevor der halbe Planet zerbirst. Wir waren heute 7000 Menschen in der Menschenkette und auf dem Rathausmarkt. Vom George Soros, das ist einer der berühmtesten und vor allen Dingen auch erfolgreichsten Börsenspekulanten, stammt der Satz: Das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das Scheißgefühl, kein Geld zu haben. Dieser Mann sagt aber auch, wenn ein Mann wie ich ein Währungsregime stürzen kann, stimmt etwas mit dem System nicht. Es wäre die Aufgabe der Politiker, gegen übermäßige Spekulation vorzugehen. Gut, es gibt inzwischen ein paar Regeln, aber die halte ich immer noch für ungenügend. Das klingt, als sei dieser Mann gerade bei Attac eingetreten. Machen wir uns nicht vor, der Reichtum ist einfach nur ungerecht verteilt. Es kann nicht jeder reich werden, aber bei so viel Reichtum in einem Land soll es wenigstens möglich sein, dass keiner arm ist. Die Moral an der Geschichte, das ist schon wirklich sehr erstaunlich. Die Reichen zahlen keine Steuern oder nur wenig, deshalb fehlt dem Staat Geld. Und dieses Geld muss sich der Staat dann leihen, und zwar von den Reichen, die ihre gesparten Steuern in Staatsanleihen investieren. Das heißt, ihr bekommt für ihre nicht gezahlten Steuern sogar noch Zinsen. Es ist ja nicht die Weigerung der Regierung, die reichen Leute stärker zu besteuern, die den Zwang zu immer mehr Sozialabbau in Gang setzt, sondern die Einsicht, dass sich reiche Leute in diesem Land einfach nicht besteuern lassen. Selbst wenn der Spitzensteuersatz in Deutschland auf 39% gesenkt würde, würde sich nichts ändern, weil der gefühlte Steuersatz läge dann immer noch bei 93%. Können wir von der Politik Lösungen erwarten? Nun, Politiker haben natürlich einen Vorteil, sie können sie nicht strafbar machen. Sie brechen keine Gesetze, sie erlassen sie. Und der Durchbruch ist ihnen gelungen, als sie neben den drei klassischen Gewalten, der Judikative, Exekutive und Legislative, für sich die vierte Gewalt geschaffen haben, die sogenannte Lukrative. Was die Parteien mir zu hören geben, ist immer dasselbe. Es kommt aus den Ohren schon wieder raus. Die FDP sagt, ja, wir haben nichts dazugelernt, wozu auch, weiter so. Die CDU sagt, weiter so, aber jetzt mit schlechtem Gewissen und vor allem mit der FDP. Die SPD sagt, ja, wir würden es morgen ja gerne anders machen, wenn man uns ließe und wir sicher wären, dass wir morgen noch wissen, wovor man uns gestern schon gewarnt hat. Die Linken sagen, ja, wir wissen zwar nicht, wie es geht, sind wir auf jeden Fall dagegen. Und die Grünen sagen, wir wissen, wie es geht, verraten es aber nicht. Also Ich erwarte mir von den Parteien keine Lösung. Es wird mal Zeit, dass man einfach mal ohne die sogenannten Sachzwänge einfach mal geradeaus denkt. Deshalb, wenn ich ein Programm aufstellen würde, mein Programm, das hätte nur ganz wenige Forderungen. Diese wären: Ich bin dafür, alle Subventionen abzuschaffen. Ich bin dafür, alle Steuererleichterungen abzuschaffen. Ich bin dafür, alle staatlichen Zahlungen an Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, abzuschaffen. Ich bin dafür, die Verpflichtung, in einem bestimmten Lebensalter in den Ruhestand treten zu müssen, abzuschaffen. Ich bin dafür, dass jeder Bürger einmal im Monat einen Betrag überwiesen bekommt, der ihn in die Lage versetzt, die Lebensbedürfnisse eines alleinstehenden Menschen zu befriedigen. Und ich bin dafür, dies alles zu finanzieren mit einer progressiven Besteuerung derjenigen, deren Interesse sich allein darauf richtet, mehr zu besitzen, als sie brauchen. Wow. Das lässt sich natürlich nicht so leicht und so schnell durchsetzen, wie sich das sprechen lässt. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, das klingt ganz gut, aber kann man das bezahlen? Aber da kann ich euch beruhigen, ich habe dieses Konzept mal ganz nüchtern durchkalkuliert, also vormittags. Denn wir leben ja in einem bekannten Zusammenhang. Im Jahr 2001 hatten wir hier in Deutschland etwa 730.000 Millionäre. Im Jahr 2006 waren es 800.000 und jetzt, im Jahr 2012, haben wir in Deutschland 1 Million Millionäre. Also ich sag mal, wir sind da auf einem guten Weg. Und das in den Händen dieser 1 Million Millionäre gebündelte Vermögen hat einen Geldbetrag von etwa 11,1 Billionen Euro ohne Immobilienbesitz. Das heißt, bei einer gerechten Verteilung mal vorausgesetzt, bei 1 Million Millionäre hat jeder Millionär ein Geldvermögen von etwa 11,1 Millionen Euro. Dieser 1 Million
Millionäre stehen nun statistisch gesehen etwa 3 Millionen Arbeitslose gegenüber. Man könnte also sagen, 3 Arbeitslose teilen sich gewissermaßen einen Millionär. Wie könnte man das ausgleichen? Revolutionen haben zur Lösung dieses Problems ebenso wenig beigetragen wie die Steuerprogression oder das organisierte Verbrechen. Deshalb lautet mein Vorschlag folgendermaßen. Ich bin dafür, wir schaffen die Arbeitslosenversicherung mit einem Schlag komplett ab. Das hätte schon mal einen praktischen Vorteil, denn hätte jeder Beschäftigte etwa 50 bis 100 Euro mehr im Monat in der Tasche und auch die Unternehmen müssten weniger bezahlen. Aber der Clou an der Sache ist, jeweils 3 Arbeitslose erhalten einen rechtlich einklagbaren Titel gegenüber einem Millionär in der Höhe ihres letzten Arbeitslosengeldes. Arbeitslose und Millionäre werden dann per Zufallsgenerator einander zugeordnet, damit es kein Subventionsgerangel gibt. Ja? Und dann könnte so ein Millionär seine Arbeitslosen einfach auszahlen. Sagen wir mal 1.000 Euro im Monat, das macht 3 mal 1.000 Euro mal 12 Monate. Das sind 36.000 Euro, die der Millionär dafür im Jahr hergeben müsste. Ja? Großzügige Millionäre können ihren Arbeitslosen natürlich auch noch Weihnachtsgeld zahlen. Das können sie locker aus den Zinsen erwirtschaften, dafür müssen sie nicht mal an das Vermögen ran. Die Organisation dieser Umverteilung könnte dann problemlos zum Beispiel die Caritas übernehmen. Die Caritas hätte dann nur noch eine Aufgabe, und zwar neue Arbeitslose, den mit Sicherheit nachwachsenden Millionären neu zuzuordnen. Und damit lösen wir dann 2 Probleme auf einen Schlag. Erstens schaffen wir die Arbeitslosigkeit ab und zum Zweiten schaffen wir, was viel schwieriger ist, endlich für jeden Millionär eine soziale Aufgabe. Und ich bin sicher, das wird dann zu einer massenhaften Seligsprechung durch den Papst führen. Deshalb bin ich dafür, das durchzusetzen, weil ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Ich frage mich, was wird dann aus der Arbeit? Oder noch viel wichtiger, wie werden sich dann die menschlichen Beziehungen entwickeln? Also mehr können Parteien dazu auch nicht sagen. Dankeschön. Das brutale Vorgehen der Polizei in Madrid am Dienstag, wo zigtausend demonstriert haben, ist ein Zeichen der zunehmenden Nervosität in den höheren Etagen. Überall in Europa heißt es Nein zu der Politik der EU-Kommission, des IWF und des EZB. Das ist gut so, denn wir müssen solidarische Beziehungen in Europa aufbauen. Ich sage insbesondere, keine Hetze gegen die Griechen. Nicht sie werden gerettet, sondern Banken und Unternehmen, die sich die öffentlichen Einrichtungen wie Energie, Wasser, Bahn unter den Nagel reißen wollen. Auch in Deutschland, auch in Hamburg sehen wir, die Schere zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum geht immer weiter auseinander. Setzen wir uns dafür ein, dass der Staatshaushalt Einnahmen wie Ausgaben nicht mehr einer kleinen Minderheit dient. Dazu einige Bausteine. Bei den Einnahmen. Allein eine einmalige progressive Vermögensabgabe der 800.000 deutsche Millionäre und Milliardäre würde 100 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Und das 10 Jahre lang. Noch eine Zahl. Wenn die Steuerprogression bis 53% gehen würde, statt 42% jetzt, dann hätte die Staatskasse jährlich 50 Milliarden mehr. Kein Verkauf von öffentlichem Eigentum. So kann man die Staatskasse nicht füllen. Hier in Hamburg, das hatten wir schon deutlich gesagt, wir wollen eigentlich keine Privatisierung der Krankenhäuser, haben sie aber jetzt. Wir sagen auch, wir haben gesagt, nein zur Privatisierung der Wasserversorgung. Bei den Ausgaben. Attac sagt, die Schuldenbremse verschärft nur den sozialen Notstand. Das darf nicht sein. Haushaltsposten wie der Bau von Prestigeobjekten wie Elbphilharmonie, die sogenannte Bankenrettung, die Militäreinsätze, die sind nicht hinnehmbar. Die EZB muss direkt den Staaten, nicht den Banken, Kredite zu 1% Zinssatz gewähren. Rechtlich ginge es durch eine öffentliche Bank vermittelt, aber es wird nicht gemacht. Wir sind dagegen, dass dafür die Staat, also das Land oder der Staat immer weiter Zinsen an die Banken zahlen muss. Alle öffentlichen Ausgaben und insbesondere die Schulden müssen überprüft werden.
Und dann müssen wir sicher, welche gestrichen werden. Wir sagen aber auch, Reichen besteuern? Ja, unbedingt. Aber wir müssen an die Quelle des Reichtums und der Armut ran. Einige wenige besitzen Fabriken und Firmen, in denen für sie gearbeitet wird, um zu leben. Und das immer schlechter. Ich nehme nur das Beispiel von Otto Versand. Agenda 2010 und Hartz IV, das war die rot-grüne Peitsche, um niedrige Löhne und unsichere Arbeitsverhältnisse durchzusetzen. Fordern wir einen existenzsichernden Mindestlohn und eine ausreichende Grundsicherung für Jung und Alt. Eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Aber wir brauchen noch mehr. Denn der kapitalistische Zwang zur Ausbeutung von Mensch und Natur führt weltweit zu so vielen Katastrophen und insbesondere zum organisatorischen Verbrechen des Hungers. Täglich sterben über 50.000 Menschen den Hungertod. Es geht darum, gemeinsam Gesellschaft und Wirtschaft so umzubauen, dass nicht der Profit einiger das Ziel ist, sondern das Wohlergehen aller gesichert wird. Für solche grundlegende Veränderungen brauchen wir einen langen Atem. Denn die wenigen Privilegierten werden es mit allen Mitteln verhindern versuchen. Kurzfristig haben wir in Hamburg jetzt die Auseinandersetzung um den Landeshaushalt. Wir werden weitere Aktionen durchführen und wir werden dafür uns einsetzen, dass es viele Aussprachen in den Einrichtungen, in den Stadtteilen gibt, um deutlich zum Ausdruck zu bringen, was die Menschen in Hamburg für ein gutes Leben brauchen und wie sie keineswegs die beabsichtigten Kürzungen, die im Haushaltsplan vorgesehen sind, hinnehmen. Alle zusammen, alle, wirklich alle zusammen, wir schaffen es. Wir sind in den fünf Großstädten 40.000 Menschen. Und wir verteilen um. Wir haben gefordert die Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer, Kampf gegen Steuerbetrug und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Aber wir bleiben nicht dabei stehen. Das wäre an für sich eine hohle Forderung. Denn wir wollen eine andere Gesellschaft. Wir wollen umverteilen zu mehr öffentlichem Personennahverkehr. Mobilität ist einer der Hauptpunkte der gesellschaftlichen Teilnahme, der gesellschaftlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. Wir wollen umverteilen für, was steht denn jetzt da? Die Bildung. Ja. Schluss mit den Bildungskürzungen. Schluss mit dem repressiven Studium. Wir investieren in Bildung, denn wir investieren in die Zukunft und wir investieren in Bildungsgerechtigkeit für alle. Wir wollen umverteilen in die Kultur. Auch die Kulturhaushalte sind von massiven Kürzungen bedroht. Museen schließen, das wollen wir alles nicht. Wir setzen dem was entgegen. Kultur braucht der Mensch. Und wir wollen in das Soziale umverteilen. Und zu Sozial gehört auch die Suchthilfen in Hamburg. Und die offene Kinder- und Jugendarbeit. Und wir verteilen um in die Energiewende. Wir lassen uns nicht vormachen, dass die Energiewende daran scheitern soll, dass zu wenig Geld dafür da wäre, sie zu bezahlen. Jahrzehntelang haben die Energiekonzerne abkassiert und das verteilen wir um in ökologische und soziale Grundversorgung. Wir verteilen außerdem um in Gesundheit und Pflege. Es kann nicht sein, dass Gesundheit und Pflege nur von wenigen bezahlbar ist. Gesundheit und Pflege sind Grundrechte der Menschen.
Und dafür verteilen wir jetzt um. Was müssen wir tun für gute Bildung? Umverteilen! Was müssen wir tun für menschenwürdige Sozialleistungen? Umverteilen! Was müssen wir tun für bessere öffentliche Infrastruktur? Umverteilen! Was müssen wir tun für einen besseren Sozialstaat? Umverteilen! Was müssen wir tun für echte Solidarität in unserer Gesellschaft? Umverteilen! Okay, wir stehen heute für die Umverteilung und zwar auch für die europäische Umverteilung. Ich gebe jetzt das Mikro hier an Alexis Tsipras und er wird uns erzählen, was es wirklich bedeutet, wenn ein Land unter Sozialkürzungen in diesem Umfang leidet und was das gemeinsame und verbindende und europäisch verbindende ist im Kampf gegen Steuerbetrug und für mehr Besteuerung von Vermögen. Γεια σας φίλες και φίλοι, ήρθα εδώ σήμερα για να σας πω ότι οι Γερμανοί εργάτες, οι Γερμανοί εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν με τον ελληνικό λαό. Έχουμε κοινούς εχθρούς και κοινές διεκδικήσεις. Freunde, ich grüße Sie hier. Ich bin hierhin gekommen heute, um euch zu sagen, dass die griechischen Arbeiter nichts zu teilen mit den deutschen Arbeitern haben. Wir haben etwas Gemeinsames. Also wir müssen gegen diese Politik zusammenkämpfen, diese Sparpolitik, die die Griechen in die Armut treibt die letzten Jahre. Und eure Löhne und Gehälter einfriert. Und wir müssen den deutschen Arbeiter hier heute sagen, dass das Geld, was er für die Griechen angeblich bezahlt, das kommt nicht bei den Griechen an, sondern es wird dafür benutzt, um die Schulden bei den Banken zu begleichen und die deutschen, die bankrotten griechischen Banken zu retten und die deutschen Banken auch. Seit 2,5 Jahren werden Sparmaßnahmen in Griechenland durchgeführt, die das griechische Volk in die Armut treibt. In die Armut, die damals vergleichbar mit der Armut der Leute während der Weimarer Republik zu vergleichen ist. Έχουμε φτάσει να έχουμε 30% ανεργία. 30% Arbeitslosigkeit und der größte Teil der Griechen leben an der Armutsgrenze. Viele junge Menschen suchen das weiter, suchen Arbeit im Ausland. Την ίδια στιγμή όμως, οι κάτοχοι του πλούτου, οι τραπεζίτες. Und gleichzeitig das Kapital, die Leute, die das Kapital, diejenigen, die das Kapital haben, die haben das Kapital ins Ausland gebracht und machen Gewinne dadurch. Was wir hier zu sagen haben, es gibt nichts zu trennen zwischen den Arbeitern und den Völkern in Europa, in Nord- und in Südeuropa, sondern es gibt die Leute, es gibt die Völker von Europa und es gibt die Kapitalisten, die nur reicher werden und die Leute ärmer werden. Es wird uns erzählt, dass die Empörten auf den Plätzen von in Griechenland, in Spanien und Italien diejenigen sind, die Europa in Gefahr bringen. Εμείς τους απαντάμε ότι αυτοί που βάζουν σε κίνδυνο τη συνοχή της Ευρώπης. Wir sagen, dass Frau Merkel und die Rechte ist, die Europa, den Zusammenhalt Europas in Gefahr bringt, die alles den Kapital und den Banken ausverkauft hat. Wir sind hier, um zu sagen, dass die Völker gemeinsam zu kämpfen haben für ein soziales, für ein demokratisches Europa und gegen eine Politik, die rechtsextreme Strömungen hervorbringen. Und diese Sparpolitik, die seit Jahren hier jetzt durchgeführt wird, hat in Griechenland, in der Wiege der Demokratie, in Griechenland die Blut gelassen haben in den Kampf gegen den Faschismus. Die haben diese Politik, diese Sparpolitik hat das geschafft, dass die Faschisten
ins Parlament kommen. Und wir sind hier, um genau an Frau Merkel und all diejenigen, die diese Politik betreiben, zu sagen, dass das gerade das ist das Ergebnis eurer Politik, eurer Sparpolitik, die seit Jahren betreibt. Hier sind wir, um unsere Stimme zu erheben, unsere solidarische Stimme mit den Arbeitern und dem Volk, dem griechischen Volk, die hier kämpfen für ein soziales, für ein menschliches Europa. Ότι αυτό το πρόγραμμα της σκληρής λιτότητας, το μνημόνιο, ο ελληνικός λαός θα το κάνει... Und wir sind hier, um das Versprechen zu geben, dass bald Griechenland eine linke Regierung haben wird, die das Papier zerreißen wird, auf dem diese Sparmaßnahmen drauf geschrieben sind. Die Demokratie ist die μόνη Επιλογή για την Ευρώπη. Η κοινωνική συνοχή είναι η μόνη επιλογή για την Ευρώπη. Gemeinsam werden wir siegen, gemeinsam gegen die Banken und die Kapitalisten, gemeinsam für ein soziales, für ein demokratisches Europa. Ich grüße Sie. Verteilen. 7.000 sind wir heute hier in Hamburg. Eine 3 Kilometer lange Menschenschlange. Wir wollen weitermachen, denn wir brauchen einen langen Atem bis zur Bundestagswahl 2013. Dann setzen wir Umverteilung auch richtig durch. Diese ganze Umverteilungsforderung nicht ein total alter Zopf der Linke? Es könnte etwas anstoßen, ein Umdenken in Richtung auch in systemische Fragen, warum das jetzt so ist, wie es gerade ist. Umverteilen stellt immerhin auch in gewisser Weise die Eigentumsfrage. Und die ist ja auch zentral im System. Ein Anstoß zu einem grundsätzlichen Umdenken.